Aber wenn ihr wollt, gross werden, wenn ihr wollt, mal da unten Nationalliga anspielen, dann fängt jetzt schon an mit dem. Matchtag für die U15 des EV Zug. Doch bevor es aufs Eis geht, steht für die Spieler noch ein Mentaltraining auf dem Plan. Bereits seit 4 Jahren wird die U15 jeweils an die Mentalcoachings herangeführt. Werner Giesler ist ihr Mentaltrainer und soll unter anderem die Konzentration fördern. Also Mentaltraining bedeutet in dem Sinn, dass man, ich sage immer eigentlich, der wichtigste Körperteil, das Hirn, trainieren. Weil wenn das nicht richtig trainiert ist, dann kannst du einfach nicht wirklich 100% fit sein. Das gibt einfach das Selbstvertrauen, das sie auf dem Eis brauchen, das sie auch später brauchen, wenn sie mal halb Profi werden. In dieser Stunde geht es um die Visualisierung. Die Spieler stellen sich also gewisse Szenen bildlich vor, welche sie auch auf dem Eis antreffen und beherrschen wollen. Jetzt stellt euch mal vor, er macht jetzt das 20 Mal nacheinander. Immer das Gleiche, das Gleiche, das Gleiche, das Gleiche, das Gleiche. Was passiert noch in deinem Körper? Wenn man zum Beispiel aufs Eis geht oder so, dass man sie dann trifft. Mhm. Was bedeutet das nachher für im Spiel, so ein positives Gefühl zu haben? Überzeugen, dass man sie machen. Mhm. Und das ist visualisieren. Die Spieler spüren, wie das Mentaltraining sie weiterbringt. Ich denke sicher, dass man so es weitermachen, also wenn es jetzt etwas gar nicht so gut läuft, dass man trotzdem den Kopf oben behaltet und gleich weiterspielt wie vorher. Zum Beispiel würde ich jetzt sagen, Selbstvertrauen, dass ich, wenn ich das so viel im Kopf gemacht habe, dass es nachher nichts mehr Neues ist, dass ich ein gutes Gefühl habe, wenn ich zum Beispiel gerade einen One-Timer schiesse, dass ich das dann auch hinbekomme und dass ich so ein Goal mache. Ohne das Mentaltraining würde ich sicher nicht jetzt da stehen, wo ich jetzt bin. Und ich habe sicher sehr viel Fortschritt gemacht wegen Mentaltraining. Nach dem Mentaltraining ist vor dem Spiel. Jetzt geht es ums Umsetzen. U15-Trainer Sven Lindemann ist froh, dass die Spieler bereits in jungen Jahren vom Mentaltraining profitieren können. Dank der PostFinanz können wir so ein Projekt verwirklichen. Ohne das wäre das nicht möglich. Dann hätten wir jetzt das Mentalcoaching nicht können oder vielleicht einmal Skillscoach oder was auch immer. Und es ist enorm wichtig für uns. Ich glaube, sie haben unglaublich viele Programme. Und ich glaube, wenn wir sie da ein bisschen unterstützen können, gerade im mentalen Bereich, mit dem umzugehen, dann ist das sicher eine gute Sache und hilft ihnen nachher auch im späteren Leben. Beim Match können die Spieler überzeugen und gewinnen mit 4:1. Mentaltraining also als Erfolgsrezept? Und mental habe ich das Gefühl, sie sind reifer geworden. Also wenn ich sie vergleiche von Anfang Saison bis jetzt, ist jeder einfach gewachsen als ich selber. Und der eine mehr, der eine weniger. Aber sie sind einfach reifer geworden, sie sind junge Männer geworden, obwohl sie erst 14 sind.